Um die Bedien- und Kontrollfunktionen der Nucleo Smart App zu nutzen, müssen Sie Ihren Soundprozessor mit einem kompatiblen Apple-Gerät koppeln. Öffnen Sie zunächst die Einstellungen und tippen Sie auf Allgemein, dann Bedienungshilfen. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Hörgeräte. Dann schalten Sie den Soundprozessor aus und wieder ein. Das Apple-Gerät sucht dann den Soundprozessor und zeigt ihn hier im Bereich Geräte an. Wählen Sie den Namen Ihres Soundprozessors und tippen Sie auf Koppeln. Sie hören 6 Hinweistöne beim Start des Kopplungsvorgangs. Die Soundprozessor-LED blinkt 4 Sekunden blau. Das Koppeln ist beendet, wenn Sie einen modulierten Ton hören und die Soundprozessor-LED noch einmal 4 Sekunden lang blau blinkt. Der Kopplungsvorgang kann bis zu 120 Sekunden dauern. Zwei Soundprozessoren müssen im gleichen Kopplungsfenster gekoppelt werden. Dazu schalten Sie beide Soundprozessoren aus und wieder ein. Das kompatible Apple-Gerät sucht die Soundprozessoren und zeigt sie hier als Paar im Bereich Geräte an. Wählen Sie den Soundprozessornamen und tippen Sie dann jeweils auf Koppeln, um das Koppeln beider Nucleo 7 Soundprozessoren mit dem kompatiblen Apple-Gerät zu starten. Achten Sie unbedingt darauf, dass das Koppeln für beide Soundprozessoren wie beschrieben abgeschlossen wird. Wenn die Soundprozessoren als zwei separate Geräte im Bereich Geräte aufgelistet sind, bitten Sie Ihren Audiologen, die beiden als Paar einzurichten. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, laden Sie die Nucleo Smart App aus dem Apple App Store herunter. Danach öffnen Sie die App und melden sich mit Ihren Cochlea-Kontodaten an. Wenn Sie angemeldet sind, wird Ihr Soundprozessor automatisch von der App erkannt.